Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play FIFA 16. Wir spielen heute gegen den FC Greuther Fürth, keine Ahnung. Letztens haben wir auf jeden Fall gegen was war das nochmal? Gegen Duisburg? Ich meine, genau, wir haben gegen Duisburg gespielt und haben da echt 6-0 gewonnen, als ich das gerade gesehen habe. War ich schon ein bisschen so skeptisch, so, was, wir haben doch nicht 6-0 gewonnen, oder? Doch, haben wir gemacht. Das war echt schon krass. 6-0, ja. Man muss sich das einfach mal so auf der Zunge zergehen lassen. 6 fucking 0. So, und heute spielen wir dann gegen Greuther Fürth. Und wir schauen mal eben, wo die sind. Ich sehe da 11. Ausgeglichen, so Sieger, Unentschieden, Niederlage. Und ja, eine relativ gute Tordifferenz. Und ich denke, sie sind auf jeden Fall heiß gegen uns zu spielen. Und wir werden hier einfach mal weitermachen. Und ja, wer sich das durchlesen will, Schwein schätzte die Chancen seines Clubs gegen Fürth durchaus optimistisch ein. Unsere letzten Ergebnisse waren zwar etwas durchwachsen gab die, bla, aber wenn wir unsere Leistungen aus den siegreichen Spielen wieder abrufen können, dann dürfte das kein Problem sein. Dass er sich vor dem heutigen Gegner gehörig in Acht nehmen muss, vor allem wenn er die eher mittelprächtige Leistung, die seine Mannschaft in letzter Zeit zeigte, mit einem wichtigen Sieg wieder wettmachen will. Gut. Wir nehmen aus den Informationstexten mal eben raus, dass Greuther Fürth jetzt momentan nicht so gut in Form ist. Und wir keine Spieler eigentlich haben, die so krass momentan so fit sind. Das ist nicht gut. Geldmacher könnt ihr vielleicht weg, aber ich habe keinen Ersatz. Zalbuti kann auf jeden Fall weg. Für Winkler. Der kann ja auch nochmal spielen. Scholti bitte rein. Der Leuchten könnte gerne mal ausgewechselt werden, aber der geile Raffelmann ist ja immer noch tot. So. Was laber ich? Nicht der Raffelmann, sondern der Michael. Nicht der Michael, der Silvester. Der Raffelmann, Alter. Wie sehe ich aus? Sehe ich aus wie ein Raffelmann? Und es regnet. Wir haben nämlich einen Schauer. Das stand gerade oben in der Mitte. Wow, diese Flanke war auch schon wieder so geil. Die Fans sind bereit. So, da bin ich jetzt heute echt mal gespannt, wie die reagieren werden. Ich glaube nicht, dass das so einfach werden wird. Treffsicherste Vereine. Boah, wir haben ziemlich viele Tore geschossen. Das ist ziemlich geil. Aber das ist ziemlich ausgeglichen bei uns. Wer die Tore geschossen hat, meine ich. Da der Karakano 9 hat, ich glaube, der liebe Herr Kovlevic auch nur 9. Ist jetzt sehr, sehr ausgeglichen. Ich muss mal eben den Sound ein bisschen unterstellen. Weil ansonsten kann ich nichts verstehen. Wenn ich nichts verstehen kann. Oh, da war Nils Itter. Wenn ich nichts verstehen kann, dann kann ich nicht gut spielen. Ich hasse es eigentlich, wenn ich dann so, ich weiß nicht, so, so stumm bin. Also, stumm Zuhörer zumindest. So. Wir schauen mal eben nochmal nach, damit ich hier einen echten Spiel habe. Einen echten Spiel, Junge! Fehlerhaftigkeit von Schüssen muss natürlich runter. Ich weiß nicht, wieso das jetzt umgestellt wurde. Mal eben schauen, wie bin ich denn momentan so? Ah, okay. Oder? CPU? Oh, nee, nicht meine. Deswegen war das so zurückgestellt. Nicht meine, sondern die vom Computer. So. Ansonsten treffen die ja gar nichts. Nicht Elfmeter, oder? Nein! Mann! Ich hasse das. Das gibt's nicht. Der läuft doch an mich rein. Was mache ich da? Ich mache da gar nichts. Der läuft in mich rein.
Ja. Wow. Scheiß Weiland, Junge. Links oder rechts? Links oder rechts? Links oder rechts? Rechts! Oh. Ich hasse das. Ich hasse das. Boah, Mann. Kann doch nicht wahr sein. Der Linienrichter ist auch ein bisschen verstört. Ja, haben wir ja alle gesehen. Haben wir alle gesehen. So, der Typ hat zwei Tore erst in der Bundesliga. Jasula. Der Jürgen. 10 Minuten gespielt und wir haben das erste Tor gesehen. Wow. Wer war denn das eigentlich, der den Elfmeter verursacht hat? Ich glaube Karaka, oder? Zack, zack. Ah, nein! Gut, sehr gut. Jawohl. Nein! Bam! Ah! Nein! Was? Was? Ich hab mega übersteuert. Ich hab den Ball noch nicht mal berührt. Oder doch? Ich meine, ich hätte den nicht berührt. Mm-mm. Hab ich nicht. Niemals. Niemals. So, zack. Jawohl. Jetzt wird's gefährlich. Baumjohann. Baumjohann. Ach Mann. Junge. Nein. Jetzt kommt der Konter. Berischer. Das ist nicht gut. Wer ist das? Rosbach, ne? Holen dir. Ah, war gut, war gut. War gut. Na, zu früh. Es war nicht nah genug dran. Ansonsten drückt er nämlich den Gegner mit seinem Rücken immer weg. Jetzt ist er einfach einen Schritt nach hinten gegangen und hatte den Ball. Hm. Ja, das ist gut. Jawohl. Die Rossellini. Die Rossellini mit links. Ah, Militz, Junge. Hat den Ball aber sicher. Was? Winkler, Winkler, willst du mich verarschen? Jawohl. Oh, Nils Itter. Junge. Jawohl. Komm, Geldmacher. Mach mal was. Nein, ich wollte gerade rüberpassen. Hm? Nein. Er schießt. Ja, der war weit drüber. Der war sehr optimistisch. Der war sehr optimistisch. Unkontrolliert einfach nur drüber gehauen. So, zack. Och nee. Lol, das ist ja Justus. Justus ist da. Ist mir gar nicht aufgefallen. Wir spielen gerade gegen Justus. Also gegen den Deal aus meiner Mannschaft. Den haben wir aber nicht verkauft, oder? Den haben wir ausgeliehen, meine ich. Ja, wir haben bislang gar keinen verkauft, oder? Sie lassen Ball und Gegner laufen. Die Spieler sind einfach so sicher, da kannst du fast. Och Mann, die spielen uns aus. Die spielen uns echt aus. Boah, Scholti haut ihn erstmal um. Und wir lassen es einfach zu. Lol. So, jetzt lauf mal ein bisschen. Zack. Jawohl. Komm, Karaka, Junge. Lauf. Jawohl, der holt mich echt vom Ball noch weg. Das ist eine rote, komm, das ist eine rote. Komm. Das war von hinten und das war eine ganz klare Torchance. Jawohl. Rotkarte. Geil. Baumann ist das. Ah. Baumann hat, glaube ich, die besten Werte, ne? Oder Röser? Hm. Ich nehme. Ne, ich nehme Baumann.
Zu hoch. Nee. Ah, was? Ah. Shit. Mann. Der war gar nicht mal so schlecht. Ah, zu weit. Ah, noch dran gekommen. Nochmal eine Ecke. Der war echt ein bisschen weit. So. Der ist aber gut. Der ist gut. Ah, der ist zu weit. Der ist zu weit. Nein. Ich wusste es. Okay. Hm. Erste Halbzeit sieht jetzt nicht so gut für uns aus. Ach, fuck. Es ist momentan eher so ein bisschen so, hm, wir führen und... Da steht aber zum Glück keiner von den Gegnern. Mann, geh den scheiß Ball doch entgegen. Mann, scheiße, Mann. Wir müssen auf jeden Fall jetzt was dagegen machen. Wir müssen ein bisschen offensiver stehen. Wir müssen die Viererreihe auf jeden Fall beibehalten. Wir müssen jetzt offensiver stehen, weil die haben nämlich kein Verteidiger mehr, ja? Das heißt, wir müssen mal eben Aufstellung ändern. 4-5-1 wäre zu defensiv. Defensiv, defensiv, defensiv. Warte, was haben wir denn? 4-4-2 haben wir aktuell, ne? Genau. Deswegen müssen wir jetzt offensiver. Ha? Das hier könnte gut sein. Das da. 4-3-3. Ah, nee. Defensiv. Na. Boah, 4-2-4. Wir nehmen 4-2-4. Wir nehmen 4-2-4. Auf jeden Fall, Alter. Oh ja. Ah, da müssen wir, glaube ich, jetzt mal eben da auswechseln. Weil ich glaube, der kann das nicht so alleine mit Baumann da in der Mitte. Winkler möchte ich gerne auch mal eben auswechseln. Ja, ich würde erstmal so weiterspielen. Hm. Wenn es hart auf hart kommt, möchte ich gerne den Schalupatter für die Rossellini. Aber ich muss erstmal noch gucken, wie Röse jetzt erstmal auf seine Fitness reagiert. Boah, Junge, jetzt kommt Offensive pur. Ich muss das jetzt gewinnen. Hoher Druck. Pressing. Nee, da kommt erstmal Konter. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, ob das was bringt, das immer. Weil man kann einmal nach oben drücken beim Steuerkreuz und einmal nach unten. Dann kommen halt zwei verschiedene Taktikfenster. Und ob das was bringt, dass ich erst, erst unten und dann oben das einstelle. Oder das egal ist. Na, der hat nicht getroffen, okay. Weil es eh nur eine Taktik gibt. Sozusagen, wenn ich jetzt Pressing und hoher Druck einstellen würde. Würde das was bringen? Oder würde das nur das... Ja, nice! Nice, nice, nice. Ah, da ist aber jemand verletzt. Das ist nicht so geil. Oder würde das jetzt nur so 1 annehmen? So, wenn ich jetzt zuerst hoher Druck und dann Pressing nehme, dass er einfach das letzte Ausgewählte annimmt, also Pressing. Das könnt ihr mir gerne mal reinschreiben, weil davon, das weiß ich momentan nicht. Könnte natürlich so sein. Und der Reffemann ist verletzt. Ja, wir haben hier noch den Leuchten. Weil Gralke ist noch ein bisschen, der ist noch ein bisschen, außer Puster. Und ich möchte das jetzt gewinnen, Alter. Deswegen bleibe ich einfach bei 4-2-4. Und machen weiter Druck. Ah, wir müssen nur aufpassen, dass die jetzt hier hinten nicht so aufholen. Ah, das ist nicht gut. Nicht gut. Boah, das war schon wieder so knapp. Shit, das war schon wieder so knapp. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Ja, komm. Och nein, Geldmacher, Junge. Was machst du da? So, Jasula kommt raus für Schukalo. Schukalo. Von Wiesenhof. Ricola. Ah, komm.
Nice, sehr gut gemacht. Dafür liebe ich einfach Patrick Leuchten. Na, der war schlechter Pass. Ich kenne gar nicht Gieselmann oder Gieselmann. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich habe null Ahnung. Null. Ja, nice, nice, nice. Jetzt kommt der Konter. Jetzt kommt der Konter. Lauf doch nicht weg, du Hund! Mann! Erstmal wegboxen. Das ist Baumann, Junge. Erstmal auf den Mann und dann erst auf den Ball. Da kommt der Pass auf außen. Die Flagge kommt gut rein. Boah, wäre der jetzt reingegangen, Alter. Das wäre schon irgendwie krass gewesen. Komm. Zack. Kopfball. Nice. Nice, Junge. Nice, nice, nice. Das gefällt mir sehr gut. 4-2-4 ist super. Ah, ich glaube, das kannst du auch nicht gegen jeden Gegner machen. Sein zweites Tor in der zweiten Bundesliga. Krass. Ich glaube, 4-2-4 ist eher so. Guck, die können damit einfach nicht umgehen, wenn die so viel Druck bekommen. Zack. Boah, der war schlecht, Karaka. Der war schlecht. Aber mir fallen momentan gar nicht so viele Fehler von der Abwehr auf. Vielleicht das eine Mal da zweikampfmäßig, aber ansonsten. Na, Mann. Ich wollte eigentlich diesen Haken machen, aber dann habe ich bemerkt, das ist ja Di Rossellini und der kann nicht mit links schießen. Deswegen habe ich es einfach nicht gemacht. Wow. Oh, shit. Ist nicht gut. Nicht gut. Gefährliche Flanke. Weg damit. Jawohl, Patrick Leuchten. Sehr, sehr gut. Komm, lauf, 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 lauf. Du bist schneller, 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 schneller. Schöne Flanke. Zack. Auch nein. Und man muss ja auch bedenken, dass sie ja da hinten einen weniger drin haben. Deswegen denke ich auch, dass es eine relativ kluge Entscheidung war, dass wir den Druck erhöht haben. Oh, 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 oh. Nase juckt, ich muss niesen. Ah, ich will nicht niesen. Zack. Ah, war zu einfach. War zu einfach. Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Na, aus der Drehung sollte man nicht passen. Das können eigentlich 90% der ganzen Spieler nicht. Shit, Mann, hätte ich den bekommen, dann sähe es hier jetzt wahrscheinlich ganz anders aus. Baumann gefällt mir heute richtig gut. Ah, ein weiter. Ah, wer ist das? Das ist Philipp Leuchten, ne? Oder? Ich weiß gar nicht mehr. Nee, wen haben wir denn da links? Doch, Philipp Leuchten, meine ich. Gute Flanke. Oh. Ecke? Ja, okay. Oh, das könnte jetzt nochmal knapp werden. Hier steht jetzt die Auswechslung an. Weil letzte Minute und 2-1. Ich hoffe, die machen jetzt kein Tor. Und Keeper kommt raus. Sehr gut. Halt den Ball. Halt den. Nee, mach den lang. Mach den lang. Komm, komm, komm. Krieg den Ball. Krieg den Ball. Nein! Na, der liegt ja verletzt. Okay. Okay. Jawohl. Nein! Ob er sich schlimmer verletzt hat? Zack! Gewonnen. Nice. Sehr, sehr schön. Wunderschön. Ich hoffe, der hat sich jetzt nicht ernsthaft verletzt. Schulte freut sich auch. Das ist doch immer schön, wenn er sich freut. Spezialbewegungen.
Okay. Warte, wir können uns gerne mal. Oder warte. Nee, das finde ich doof. Warte. Das müsste jetzt eigentlich nochmal aus nah kommen, oder? Ja, da. Zack. Zack. Das finde ich voll schön, sowas. Wenn es einfach nochmal so schön kommt. Finde ich super. So langsam. Weiter. Zweite Bundesliga. Büro. So, aktuell ist aus Deutschland. Okay. Frist, okay. Spieler ist auskuriert. Lennart Silvester, das ist sehr gut. Aber was? Oh, Merlin Reffelmann hat einen Kreuzbandriss und fällt für 7 Monate aus. Ich würde gerne öfter spielen. Ich brauche mehr Spielzeit in letzter Zeit. Du bist ein Bob, Junge. Ein Bob, du bist immer drin. Du bist immer drin. Ja? So, 11 dieser Woche. Sind wir da drin? Ja, sind wir. Zweimal. Dominik Baumann, der hat das verdient. Und Nils Röser, ja. Okay. Okay, so. Vertragsangebot abgelehnt. Ich habe mir das. Ich würde gerne wissen, welche Rolle ich übernehme. Können wir dir gerne sagen. Nämlich folgende. Weil du momentan eigentlich mein bester Innenverteidiger bist. 3 und ich da hinten einen guten Job machst. Künftiger? Nee, essentieller. Ja. Bin ich mit einverstanden. So. Caligiuri. Da ist jemand unzufrieden. Fick dich doch. Erstmal zur Presse damit gehen, ne? Ja, ja. Unglücklich. Wir sitzen hier. Form schlecht, Philipp Leuchten, okay. Großartig, okay, zufrieden. Jan Umland, der hat doch letztens gerade eben ein Tor gemacht, oder nicht? Jetzt sei doch mal zufrieden! Okay, okay, zufrieden. Kai Gralke, okay. Der hat ja in letzter Zeit ein bisschen öfters gespielt. Dürftig. Michael Winkler, ja, der ist schon scheiße. Der ist schon scheiße. Lennart, okay. Pascal Kiel müssen wir öfters einsetzen. Nils Röser ist gut. Justus Diehl. Ja. Lukas Siegmund, ja. Colin Buch. Niklas, Daniel vom Stein. Alles klar. Gut. Weiter. Ja gut, dann würde ich sagen, da wir kein Training machen können, würde ich sagen, das war es erstmal für diese Folge. Wir sehen uns morgen zur nächsten Folge und zwar gegen Fortuna Düsseldorf. Bis demnächst. Ciao.